Ein Markenzeichen dieses Kanals ist es, dass ich mich jeden Tag mit dem Schwachsinn auseinandersetze, der in der Republik passiert. Danke übrigens, dass der Kanal mittlerweile schon auf über 37.000 Abonnenten angewachsen ist und ich freue mich natürlich über neue Zuschauer. Das geht ganz einfach, ein Gefällt mir da lassen, ein Abo klicken und wem es nicht schnell genug gehen kann, die Glocke aktivieren. Ein Themenbereich, den ich aber sehr oft nicht erwähne und nicht bearbeite oder im Umkehrschluss sehr selten bearbeite, ist der Bereich Sport. Heute möchte ich aber eine Ausnahme machen, weil auch vor dem Sport ganz offensichtlich der woke Schwachsinn in dieser Republik nicht mehr Halt macht. Worum geht es? Es geht um die sogenannte Causa Rapid und da möchte ich eingangs gleich mal sagen, ich bin kein Anhänger des SK Rapid, sondern fühle mich eher der Mannschaft von FK Austria Wien zugehörig. Tut aber jetzt einmal konkret für diesen Beitrag nichts zur Sache. Ich möchte nur mal alles ins Lot richten, weil ich ja dann so gesehen einer der Beleidigten wäre, für die die Bundesliga da jetzt einspringen hätte müssen, was aber übrigens nicht der Fall ist. Disclaimer aus. Was ist passiert? Im Zuge des letzten Derbys Austria gegen Rapid ist es dazu gekommen, dass nach Ende des Spiels Rapid-Mannschaftsmitglieder und Funktionäre einige Schmähgesänge über Austria Wien abgesetzt haben. Eine große Überraschung, das im Fußball überhaupt noch nie passiert. Warum ist dieser Skandal aber groß geworden? Einfach deswegen, weil der moralisch ewig überlegene ORF natürlich ein großes Thema draus gemacht hat. Selbstverständlich mit unseren Zwangsgebühren im Gepäck und in moralischen Fragen ist man ja grundsätzlich immer überlegen, das muss man wissen, wenn man über den ORF spricht. Fakt ist aber, dass dieser Druck, der von Medien und Politik hier gemacht worden ist, schlussendlich zum Erfolg geführt hat, was ich als sehr, sehr schade empfinde. Denn es hat nämlich gestern der Strafsenat der Admiral Bundesliga gegen alle involvierten Funktionäre und Spieler des SK Rapid unbedingte Sperren ausgesprochen und man hat auch den Club mit einem bedingten Abzug von 3 Punkten bestraft. Die Funktionssperren sind übrigens unter anderem Ehrverletzung und Diskriminierung ausgesprochen worden. Die 7 involvierten Rapidler müssen zudem an 3 jeweils einstündigen Workshops in Schulen teilnehmen. Witzigerweise hat, glaube ich, zuletzt Armin Wolf in der Zeitung mit 2 von Diskriminierungsworkshops gesprochen. Ich glaube, es geht ja eher um Antidiskriminierungsworkshops, aber auch das sei jetzt einmal dahingestellt. Man sieht ja schon hier an dieser Maßnahme den Schwachsinn, der der ganzen Diskussion eigentlich innewohnt. Was mich wirklich verärgert ist, dass man damit eine Wettbewerbsverzerrung in die Bundesliga hineinbringt und das mitten in der heißen Phase der Meisterrunde. Warum? 5 Spieler im SK Rapid müssen ersetzt werden wegen der Sperre und das heißt im Umkehrschluss, dass die linke, woke Cancel Culture auch vor dem Sport keinen Halt mehr macht oder nicht mehr Halt macht. Und ganz ehrlich, zurückkommend auf diese Schmähgesänge. Jeder, der nicht nur bei den Salzburger Festspielen Gast ist oder beim Pudertanz, wenn irgendwelche Kulturhauptstädte eröffnet werden, sondern hin und wieder auch einen Fuß in ein Fußballstadion setzt, der wird wissen, dass es dort seit eh und je Schmähgesänge über die jeweils andere Mannschaft gibt. Und wenn man es mir nicht glaubt, dann soll man doch bitte über die Grenze schauen. Da gibt es doch immer diesen komischen Passus, wo man dann singt, zieht den Bayern die Lederhose aus, bla bla bla, hin und her. Also bitte, das ist doch nichts Neues und gehört zum Sport eben auch dazu. Aber jetzt herzugehen und das zu skandalisieren, wo sich hundertprozentig wohl kaum ein Austrianer auf den Schlips getreten gefühlt hat oder ernsthaft gekränkt gefühlt hat, das ist ja wohl der größte Irrsinn. Und im Prinzip schädigt es nicht nur die Leistungen beider Mannschaften, sondern natürlich auch die Rechte der Fans in diesem Zusammenhang. Warum? Der Fußball war seit jeher, übrigens alle Mannschaftssportarten und generell große Sportereignisse sind, sowas wie ein letzter Rückzugsort für politisch unkorrekte Meinungen. Das heißt, da bleibt oder blieb bisher die Sprachpolizei eben vor der Tür stehen und es ist im Endeffekt der Spaß im Vordergrund gestanden, denn ganz ehrlich, außerhalb des Stadions wird solche Sprüche wohl niemand ernst nehmen und das gilt wohl für beide Seiten. Ja. Ernsthaft wird es für mich nur dann, wenn gegenseitige Fangruppen aufeinander losgehen und sich tatsächlich mit Gewalt traktieren. Da ist der Spaß vorbei und dagegen soll man auch auftreten. Da habe ich auch kein Problem damit. Aber der Versuch, den Fußball politisch zu instrumentalisieren, und das ist übrigens bei dem grünen Sportminister Kogler eh kein Wunder, denn wir wissen, die Grünen stehen für Verbote, Gebote und am Ende für Sprachpolizei. Das ist
der eigentliche Skandal, der hier stattgefunden hat. Und vielleicht ist das auch einmal ein Punkt, wo man darüber nachdenken sollte, dass man eben gewisse Funktionäre aus der Politik und vielleicht auch aus den Medien eigentlich gar nicht in den Fußballvereinen in solche Funktionen setzen sollte. Denn sowohl beim SK Rapid als auch beim FK Austria Wien ist es so, dass die Politik keine unwesentliche Rolle spielt. Und gerade bei Rapid war es der heutige Direktor Wrabetz, der damals schon sozusagen diese Büchse der Pandora geöffnet hat, indem er als erster eigene Spieler und Funktionäre im Zusammenhang mit einer ähnlichen Geschichte öffentlich angegriffen hat. Er hat diese Mode begonnen. Aber auch bei der Austria hat man sich ja nicht mit Ruhm bekleckert, denn da hat man damit begonnen, langjährige Austria-Fans lebenslang aus dem Fußballstadion oder aus dem Fußballstadion zu verbannen. Auch das ein Zug, den man im Sport eigentlich nicht braucht, vor allem da nicht, wenn die Leute auch eingesehen haben, dass sie einen Fehler gemacht haben. Aber wie gesagt, damit ist die Büchse der Pandora geöffnet worden. Schuld daran sind Vertreter aus Medien und aus der Politik, die sich hier dieses Sports bemächtigt haben. Was ist der Endeffekt von dem Ganzen? Dass eine Politik der linken Verbotskultur nun auch im Sport Einzug gehalten hat und dass es auch hier sozusagen dieses Leo noch Spaß haben zu dürfen, offensichtlich auch nicht mehr gibt. Am Ende, glaube ich, hat man ein großes Ziel, und zwar soll der Sport nicht mehr den Interessen der Fans folgen, sondern am Ende nur mehr den Interessen der Großsponsoren und der Politik. Und das halte ich für einen ganz, ganz massiven Fehler, weil das dem eigentlichen Wesen des Sports grundsätzlich widerspricht. Und wenn durch Medienaufrufe und durch medialen Druck, der erzeugt wird, es so weit kommt, dass Sponsoren bei Fußballvereinen aussteigen, dann soll man sich auch einer anderen Sache gewahr sein. Wenn hier Gelder abgezogen werden, dann schadet es in erster Linie mal den Vereinen, die hier in der Bundesliga spielen, aber in weiterer Folge natürlich auch der Nachwuchsarbeit, die ohnehin durch die unsäglichen Corona-Maßnahmen massiv ins Hintertreffen gelangt ist. Das heißt also, hier echt mein Appell an die Vernunft: Kein Austrianer wird einem Rapidler böse sein. Im Gegenteil, ich glaube, wenn die Rapid das nächste Mal im Stadion der Austria zu Gast ist, werden auch die Fans wissen, wie sie auf die Schmähgesänge der Grünen antworten können und sollen. Ich glaube, das bleibt sich relativ egal, was man sich hier immer ausrichtet. Also wie gesagt, kein politischer Angriff auf den Sport. Das ist mein Appell dazu. Spitzenpolitiker raus aus dem Sportfunktionärstum. Auch das wäre wichtig, zumindest in dermaßen wichtigen Bundesliga-Vereinen. Und wenn wir das geschafft haben, dann können wir sicherstellen, dass der Sport noch immer eine politik- und ideologiefreie Zone bleibt. Das wäre nämlich wichtig und wünschenswert. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag.